So, und wir machen weiter. Beim Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir dieses Troll-Level von Ich entdeckt, was vermeintlich ein Troll-Level ist. Und jetzt werden wir uns das mal genauer angucken. Wir haben nur einen ganz kleinen Teil am Anfang gesehen. Ich weiß jetzt, wie ich unten über die Brücke komme. Mehr habe ich noch nicht gesehen. Und wer das verpasst hat, kann es ja im letzten Part nochmal nachgucken. Das war alles nicht so wild. So, hier muss ich warten, bis die Bombe kommt. Und jetzt kann ich zurück. So. Jetzt kann der Swamp da drüben nichts mehr kaputt machen. Und ich kann jetzt hier ganz vorsichtig in die Tür. Und jetzt passiert hier nichts mehr. Nice. So, jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Okay, irgendwie will ich den auslösen nachher wahrscheinlich. Wohin geht der? Der reagiert nicht auf mich, der geht also nicht zur Seite. Geht der hoch? Auch nicht. Will ich da drüber? Ich glaube, ich kann drüber laufen. Okay, der geht zur Seite. Und da kommt da was hoch. Man sieht ja sogar die Wippe. Man sieht ja sogar die Wippe. Oh mein Gott. Das hätte ich doch merken müssen, Menschenskinder. Das hätte ich doch merken müssen. Oh, warum habe ich das nicht gemerkt? Ärgerlich. Ärgerlich. Wirklich ärgerlich. Okay. Gut. Und dann passt die Geschichte jetzt hier. Muss nur hier aufpassen, dass der mich nicht wieder abschießt oder einen Quatsch macht. Gut. Dann kann ich jetzt hier einfach durch. So. Dann wissen wir jetzt hier auch schon, was passiert. Ich muss den auslösen und raus. Okay. So. Also, dann sind wir jetzt schon wieder schlauer geworden. Wir lösen den Kollegen aus und hauen ab. Jetzt hat er den aber nicht ausgelöst. Shit. Oh, jetzt ist der wieder... Ah, natürlich. Weil jetzt dann auch wieder da ist. Ja, ja, weil jetzt dann auch wieder da ist. Alles klar. Aber warum hat er jetzt den On-Off nicht aus? Da hinten ist doch ein On-Off gewesen, den er auslöst normalerweise. Warum hat der jetzt nicht funktioniert? Das wundert mich gerade ein bisschen. Ich dachte gerade, ich springe die Geister rein, ne? Okay. So.
Muss ich bis zum On-Off kommen, aber... Bis zum On-Off schaffe ich es nicht. Dann macht er mir vorher, macht er mir das Ding runter. Ah, der löst doch da unten, da hinten selber den On-Off aus. Warum hat er das nicht gerade gemacht? War ich nicht nah genug dran? War ich vielleicht einfach nicht nah genug dran? Kann das sein? Keine Ahnung. Mal schauen, ob wir jetzt schlauer werden. Oh, warte, ich habe jetzt das Ding ausgelöst. Wenn ich Glück habe, kann es nicht nochmal auslösen. Ach nee, doch, weil ich jetzt durch die Tür gehe. Oh, ich habe den Cycle zerstört. Ach. Ja. Natürlich. Ich hab den Cycle zu... Ah, ich bin auch blöd. Dadurch, dass da unten eine Tür ist, resettet sich das ja nochmal. Irgendwie verhindern. Ja, der löst das aus. Und dadurch ist der hier wieder so. Aber wie kriege ich es jetzt hin? Wahrscheinlich war ich einfach nur nicht nah genug dran. Ja, okay, war mein Fehler. Okay, da brauche ich einen Stachelhelm. Ich habe noch keinen bisher. Was ist jetzt passiert? Oh, das Ding zieht irgendwie hoch nachher. Der kann ihn auslösen. Oh Gott. Oh Himmel. Oh Himmel. Die Frage ist, will ich den besiegen? Was will ich tun? Ist das ein normaler Kampf? Also soll der wirklich ein Kampf sein oder ist das noch ein Troll? Oder hätte ich irgendwo einen Stachel jetzt? Wait, ich krieg doch hier gar kein... Kann ich in SMB einen Helm aufsetzen? Ja, klar kann ich einen Helm, oder? Doch. Doch, doch, ich kann schon einen Helm aufsetzen. Oh Gott, ich bin total verwirrt, ne? Aber hier ist schon mal nirgendwo ein Stachelhelm. Nee. Also ich glaube, bis hierher kann ich noch keinen bekommen. Sonst sollte mich das sehr wundern. So, jetzt wissen wir, was wir tun müssen. Wir müssen nah genug hier hin und dann löst er den gut aus. Okay. So. Ich schätze, ich muss hier wirklich rein. Komme ich nicht durch. Okay. Da
Das war nicht so, was ich wollte. So, jetzt ist er weg. Aua. Und nö. Komme ich ja trotzdem nicht raus. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Wahrscheinlich muss ich den Schuh behalten und dann mal mich umgucken. Aber es ist halt sehr schwierig, sich da umzugucken, wenn man von allem befeuert wird, ne? Eieiei. Nein, ich habe die Bombe. Vergessen. Überleg die ganze Zeit, ob hier noch irgendwas, ob ich hier noch irgendwas anders machen kann. Ob ich hier irgendwas vergesse, verpasse. Aber ich wüsste nicht was. Ich meine, ich kann doch nochmal zurück, aber. Das ändert ja auch nichts. Nee, das ändert nichts. Okay. Oh mein. Warum fällt es nicht jetzt? Jetzt. Das Problem ist halt, dass ich den Raum noch nicht verstehe. Das scheint mir nicht mal ein Troll zu sein. Ich raff den Raum einfach nicht. Weil das Viech zu besiegen hat überhaupt nichts genutzt. Also, wo muss ich mit dem Stiefel dann hin? Ist die Bombe weg? Ja. So. Oh, das ist so knapp, ne? Aber ist hier vielleicht noch irgendwas anderes? Aber das wäre halt komisch. Ne, hier ist nichts anderes. Ich muss hier rein. Und hier komme ich nicht zurück. Also da ist auch Endstation. Das da oben auslösen. Ach so. Das ist aushalten. Mit der Zeit wird dann der P-Switch... Ich verstehe. Das Ding geht ja hier hoch und mit der Zeit... Okay, ich muss es einfach nur aushalten. Ja, was heißt einfach, ne? Das ist natürlich das Problem. Aber gut, ich hab das Konzept verstanden. Dann ist es schon hilfreich, den zu erledigen. Und jetzt muss ich einfach nur aushalten. Wenn die mich hier treffen... Ja. Okay, dann muss ich hier einfach aushalten an der Stelle. Gut. Aufbau verstanden. Das ist ja schon mal was. Die Frage, wie lange man da aushalten muss. Es wäre halt echt super, den Schuh zu behalten.
Wow, das wollte ich nicht, aber ist nicht weiter schlimm. So. Zurück! Boah, Alter. Okay. Nächster Versuch. Kann ich irgendwas vorbereiten? Nee. Weil kann ich mich nicht einfach hier hinten aufhalten? Like, lol. Ja, kann ich. Ja, da troll ich das Spiel selbst mal. Ist ja auch in Ordnung, ne? So, jetzt kann ich hier durch, nämlich. Jetzt ist die Frage, okay, theoretisch. Ich muss hier, mich ja hier treffen lassen. Theoretisch kriege ich einen 9. Wenn das aber. Das sieht komisch aus. Ich mache das mal geduckt lieber. Das könnte nämlich auch kein Helm sein. Oder? Ich weiß nicht, ob ich den aus... Jetzt muss ich ihn auslösen. Okay, das ist... gezwungener Treffer. Oh nein, 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 oh nein. Warum löst er sich jetzt... Warum geht jetzt da davor? Warum geht der da davor? Also der geht immer da davor, egal was ich mache. Kann ich hier hoch? Wie kriege ich den weg? Der geht nach unten, scheiße. Okay, kann ich aktuell nichts machen. Nee, komme ich nicht ran. Okay. Der Pfeil sagt, ich soll hier runter. Oh, ich wüsste den Weg, wie man an den Checkpoint rankommt. Ja, müssen wir ausprobieren beim nächsten Mal. Jetzt habe ich ihn auf jeden Fall verhauen. Okay, da fährt eine Plattform rum. Hier explodiert einfach alles. Ja, im Moment kann ich nichts machen. Okay. Was löst das Ding jetzt aus? Oh, verstanden. Jetzt wäre da wahrscheinlich offen der Checkpoint. Ja, gut, verhauen. Ist in Ordnung. Und ich komme nicht mehr zurück, ne? Okay, okay, okay. Fühle ich. So, jetzt gehen wir mal hier die Lücken hoch. Wenn ich das hinkriege irgendwie. Ich glaube, das geht. Ich weiß es nicht. Vielleicht geht es auch einfach nicht. Ah, um Gottes Willen. Das war der blödste Sprung, den ich machen konnte. Aber wir haben ja einen schönen Trick für den Bossraum. Lel. Das ist voll gut, dass das funktioniert. Das ist voll gut, dass das funktioniert. So.
Okay. Nein, zu langsam! Zu weit, zu weit! Ach, scheiße. Ich verstehe übrigens nicht, was hier ein Troll sein soll, außer dass man da vielleicht reinläuft in die Stachel, aber... I don't get it. Gut, aber vielleicht ist der Raum auch einfach nicht als Troll gedacht. Er hat ja geschrieben, es ist ein bisschen Troll. Es ist ja nicht, das ganze Level soll ja nicht Troll sein. Teilweise auch einfach Rätsel eben. So eine Mischung. So. Also nicht zu weit, aber auch nicht zu wenig. Puh. Okay, let's go. Und Abflug. Oh, easy. Den Schuh kann ich ja nicht behalten, ne? Oh, doch, theoretisch kann... Scheiße. 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 Muss nochmal rein, ne? Ich komme jetzt nicht mehr an den Sch... Wie dumm ist das denn? Ich komme nicht mehr ran. Also zu oft darf man es auch nicht verhauen. Shit. Ah, ist das blöd. Ich komme nicht mehr ran. Okay. Das heißt... Ach, Mist, ey. Es wäre schon schlau, den zu erledigen, weil er mir sonst das Leben zur Hölle macht, nachdem ich da drüben... Beziehungsweise ich muss halt schnell dann zurück. Das ist noch nicht optimal. Das ist noch nicht optimal. Zu weit. Okay. Nächster Versuch. Also ich kann den Schuh. Ach so. Also ich kann den Schuh behalten. Das Problem ist, der kommt halt sofort hier an. Weg. Nice. Viel besser. Viel besser als alles davor. Oh, 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 wait, wait, wait. Aua. Okay, ich muss hier eh klein durch. Ist in Ordnung, alles gut, alles gut. So, und meine Theorie ist jetzt, wenn ich den hier vorher runterfallen lasse... Dann... Dürfte ich... Nee, reicht nicht aus. Okay, reicht nicht aus, aber wir haben ja schon gesehen, wie es gehen könnte. Nämlich, indem wir das hier einfach uns angucken. Beziehungsweise... Hä, da muss doch die Shell irgendwo herkommen. Irgendwas habe ich jetzt kaputt gemacht. Wo kommt jetzt die Shell hin? Oh, ich muss erst bis ganz nach rechts und dann die Shell auslösen. Oh nein. Ich hab's wieder kaputt gemacht. Ah, verdammt.
Okay, ja, keine Chance. Dann muss ich jetzt wieder ohne Checkpoint hier spielen. Aber ich glaube, hier kommt man hoch. Ich weiß es nicht. Ja. Oh Mist. Neuer Versuch. Okay. 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 Ich sehe da unten. Will ich den haben? Komme jetzt hier rein. Da ist aber gar nichts. Kommt da was raus? Er interessiert mich gar nicht, okay. Was nützt mir das? Nichts. Da ist eine Ranke drin. Ach, wait! Oh, ich dachte, da ist vielleicht was drin in dem Typen. Ah, aber ich kann jetzt. Ich kann die Dinger kaputt machen. Ich kann zurück. Und jetzt erst soll ich zum. Ah! Jetzt darf ich zum Checkpoint. Oder auch nicht. Okay, vorsichtiger Sprung. Der Schlüssel ist schon mal meiner. Aber ich hätte halt gern den Checkpoint hier. Jetzt habe ich ihn aus. Jetzt, das wollte ich doch vorne auch. Warum hat es nicht funktioniert? Ich weiß es nicht. Egal. Okay. Okay, da sterbe ich. Muss ich jetzt das. Okay, aber das muss ich immer wieder machen. Okay, alles klar. Das heißt, es war sogar richtig, hier oben rumzugehen. Uff, belastend. Das heißt, ich muss auch jedes Mal warten, bis der hier wieder durchgesägt ist. Ja gut, meinetwegen. Dann mach mal hin. Gut. Ups. So. Können wir jetzt hier wieder zugucken, wie wir wieder nach oben fahren. Okay. Bleibt die Frage, ob hier noch was ist. Aber scheinbar nicht. Okay. Also da kommt das komische. Wait.
Bin ich gesoftlockt? Ah. Okay, das war komisch. Ich hätte ihn noch behalten können, den großen Pilz. Das ist mir bewusst. Jo, wo, was, wo, wie, wohin? Ah, ich muss da... Okay, ich muss oben bleiben. Okay, alles klar. Ich muss oben drauf bleiben. Das ist schon mal gut zu wissen. Hätte ich jetzt den großen Pilz noch, würde ich aber ja wahrscheinlich das Viech killen, ne? Das wäre auch nicht so geil. Das wäre auch nicht so geil, wenn ich da das Viech killen würde. Aber ich hab's doch vorhin geschafft. Na, keine Ahnung. Wenn ich nochmal sterbe, probiere ich nochmal was anderes aus. Ich hab da eine Idee. Aber dafür muss ich jetzt nochmal sterben. Komm, mach hinne. So, jetzt kann ich ja durch. So. Also, wir lassen uns nicht darüber schubsen. Das war gefährlich. Okay. Jetzt muss ich einfach warten, bis das irgendwann aufgeht, ja? Kann das nicht beeinflussen. Okay. Aber ich weiß halt nicht, ob das so gut ist, den zu behalten, weil... Wenn ich jetzt da drauf springe, ja, na, dann kill ich mich. Aber so komme ich natürlich auch hier hoch. Okay, ist jetzt im Prinzip die gleiche Situation. Kann man so machen. Jetzt hat er mir das Ziel geklaut. Dieser Magic Koopa hat mir das Ziel geklaut. Okay. Nicht an den Ecken sterben. Kriege ich den irgendwie gekillt? Ist da irgendwo ein Block, der ihn killt? Ich muss in die Röhre. Okay. Okay, Checkpoint. Ist ja auch was. Hier kann ich rein. Okay. Ah, verstanden. Jetzt kann ich da oben lang. Da ist eine Tür. Okay. Und dann bin ich wieder hier. Und dann ist das Ziel wahrscheinlich jetzt wieder da diesmal. Okay. Also den auslösen, hier warten, nicht durch die Röhre gehen. Dann ist alles cool. Also gleich rennen. Oh shit. Okay, jetzt kann ich in die Tür hier. Ach. Wo sind die schönen Stacheln von Busbo, an denen man sich nicht wehtun kann? An der Seite zumindest. Okay. So weit, so gut. Wir kommen voran. Glaube ich. Bin mir noch nicht sicher. Also einfach hier runter. Dann ist alles cool. Ja gut. Meinetwegen. So, jetzt warten wir hier. Alles cool. Müssen da aber durchspringen. Das ist nicht so cool. Ja, das hat nämlich vorhin schön funktioniert und jetzt bin ich zu doof. Genauso stelle ich mir das vor.
Komm schon! Mein Ernst! Mein Ernst! Oh mein Gott! Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob er hier mit dieser Tür einen Weg zu Checkpoint 1 zurückbauen wollte. Oder ob es Absicht ist, dass man da stirbt durch den Swamp. Bin mir nicht sicher. Es wäre ein schöner Troll, da zu Checkpoint 1 zurück zu müssen. Oh mein Gott, ich weiß doch, was passiert. Was war das denn jetzt wieder? Trotzdem jetzt mal gerne wissen, was da oben. Aber da ist einfach gar nichts. Okay. So. Der Sprung ist halt trotzdem kacke. Okay. Oh nein. Ah. Ich hätte es mir denken können, so wie die Blöcke ausgesehen haben, ne? Ach, so wie die Blöcke ausgesehen haben, hätte ich es mir denken können. Oh, man. Guter Troll, aber guter Troll. Also nur den Sprung hier schaffen, dann ist alles cool. So, jetzt ist nur die Frage. Ja, wie sicher bin ich jetzt auf dem Weg nach unten? Wo muss ich aufpassen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich glaube aber, das ist alles nur die Konstruktion für die Bombe. Ich glaube, das ist hier alles keine Relevanz. Jetzt ist die Frage wieder, wie löse ich den P-Switch hier aus? So? Oder ist da drin... Ich kann mir nicht vorstellen, dass da drin ein P-Switch ist. Das ist zu simpel. Ja, gut. Aber ist die Tür jetzt richtig? Ich traue dem Braten halt hier überhaupt nicht, ne? Da ist ein... Ich bin wieder in dem Raum mit der Flagge. Ich bin wieder in dem Raum mit der Flagge. Wie fährt das Ding, dass ich den Magic Koopa nicht... Ich hätt's gehabt, ne? Oh, wait, aber jetzt... Da sieht man jetzt nochmal, wie das hier aufgemacht wird. Aber jetzt habe ich natürlich das Problem. Ja, erstens, dass ich dumm bin. Und zweitens hätte ich jetzt eh das Problem gehabt, dass der P-Switch nur einmal auszulösen ist. Okay, aber wir haben das Level jetzt geschafft. Jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen. Aber es hätte halt noch was kommen können. Man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht. Da wäre noch viel möglich gewesen. Da wäre noch viel möglich gewesen. Zum Glück war dem nicht so. So, jetzt haben wir es geschafft.
Puh, das war eine lange Reise. Aber auch diese Reise kommt jetzt langsam zu ihrem Ende. Jetzt kann nichts mehr wirklich schief gehen. Weiß nicht, ob man hier noch irgendwas falsch machen kann, außer von dem Ding runter zu segeln. Weil man einfach lost ist. Und weil es rutschig ist, aber... Nein, okay, man kann nichts mehr falsch machen. Oh mein Gott. Das war eine Nummer. Schön. Oh, das war sogar fast Weltrekord. Mensch, fast. Leider nicht ganz. Leider nicht ganz. Ah, wäre ich ein paar Tote weniger nach dem Checkpoint. Schade. Nah dran. Nah dran. Ich meine, den Rekord jetzt zu holen wäre super einfach, ne? Machen wir jetzt aber natürlich nicht noch mal. Puh. Okay. Da haben wir alles von ich gespielt. Ich glaube nicht, dass ich so schnell was Neues bauen wird, aber wir werden sehen. Ja, wobei 2.6. Das ist alles 2020 Zeug. Ich bin jedenfalls raus. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.